Willkommen zurück zu Night of the Rabbit. Wir sind jetzt Zauberer. Naja, fast. Eigentlich sind wir Baumläufer-Lehrling. Auch wenn Baumläufer hier das Äquivalent zu der Bezeichnung Zauberer zu sein scheint. Und ganz wie es sich gehört, beginnen wir unsere Ausbildung hier in Mauswald. Unerwarteterweise scheinen die Bewohner von Mauswald allerdings etwas überrascht zu sein, uns hier zu sehen. Konrad hier zum Beispiel scheint gar nichts davon zu wissen. Und Jonathan erzählte davon, dass das letzte Mal, als er einen Baumläufer gesehen hat, war er wohl noch ein kleines Eichhörnchen-Kind. Und bis jetzt dachten sie wohl, dass die Tradition der Baumläufer ausgestorben ist. Der Marquis scheint davon nichts zu wissen, aber solange wir mit den Vorbereitungen beschäftigt sind, wird er wahrscheinlich mehr darüber herausfinden. Bevor wir jetzt rausrennen und uns um Einladung und Blausaft und Gebäck kümmern und mit Anja sprechen, können wir aber erst nochmal mit den Leuten hier ein bisschen reden. Konrad. Darf ich Sie kurz stören? Nein, ich arbeite. Was arbeiten Sie denn? Denkarbeit. Das heißt, er stapft Löcher in den Raum. Ich denke und plane. Was gibt's denn zu planen? Wir mussten unsere Vorräte gänzlich neu anlegen. Während der Evakuierung muss sich hier eine Krähe gütlich getan haben. Schon seit ein paar Monaten wird unser schönes Mauswald Opfer aggressiver Krähenangriffe. Diese Krähen sind wild, fast unfähig zu sprechen. Uhu, eine sehr beunruhigende Situation. Jetzt wissen wir zumindest, was es mit den Krähen und dem ganzen Gerede über Krähen auf sich hat. Die Frage ist, warum die Krähen hier angreifen. Oh, ein hübscher Tisch. Ein Tisch geformt wie ein dreiblättriges Kleeblatt. Das Kleeblatt hat eine besondere Bedeutung. Uhu. Es versinnbildlicht die Zusammenarbeit der drei ständigen Mitglieder des Mauswalder Stadtrates. Drei? Unser drittes Mitglied ist Hannah Maus. Sie ist seit der Evakuierung beim letzten Krähenangriff noch nicht zurückgekehrt. Uhu. Dann hoffen wir mal, dass Anna Maus nichts passiert ist. Hannah. Hannah? Na egal. Ursula. Ich sage immer, die Krähen haben die Unordnung angerichtet und Ursula passt auf, dass sie bleibt. Sie ist so putzig. Jonathan, was hast du zu erzählen? Kritik der unpraktischen Vernunft von Immanuel Katz. Naturkunde von Hildegard von Bienen. Wo tue ich das nun hin? Wie wäre es denn, wenn man die Bücher thematisch sortiert? Grübelstoff da, Naturzeug dort. Genau das tue ich. Hier liegen die mit einem roten Umschlag und dort drüben sollen die grünen hin. Sind Sie sich sicher, dass das eine gute Idee ist? Aber natürlich. So findet man sofort die roten Bücher, wenn man sie sucht. Grüne liest sowieso niemand. Komische Dinger. In Literarien gab's gar keine grünen Bücher. Uhu. Jonathan, da bist du nie gewesen. Doch, natürlich. Aber das war natürlich eine Lesereise. Wie du siehst, junger Mann, Jonathans Fähigkeiten im Sortieren sind ebenso grässlich wie sein Humor. Uhu. Lachen ist gesund. Ach, und schlechte Wortwitze sind immer großartig. So, dann reden wir doch noch einmal mit dem Marquis. Wipfelfest. Ja, gute Frage. Was hat es damit auf sich? Wipfelfest? Ich dachte, ich werde Magier. Deine magische Ausbildung beginnt nach den Vorbereitungen für das Fest. So viel liegt noch vor dir. Ich beneide dich darum, doch es ist nicht viel Zeit. Also, beeil dich, Jerry Haselnuss. Ganze Welten warten darauf, von dir entdeckt zu werden. So viele Zauber darauf, von dir gelernt zu werden. Gut, Baumläufer und Portale. Mehr dazu. Wie war das mit den Baumläufern und den Portalen? Wir Baumläufer nutzen magische Portalbäume, um zwischen verschiedenen Welten hin und her zu reisen. Kindermärchen. Ein Baumläufer ist ein Magier, der durch die Welten schreitet. Durch die Portalbäume. Sagen und Mythen. Mitnichten.
Portalbäume sind Bäume, deren Wurzeln unendlich tief in das Geflecht der Realitäten reichen. So tief also, dass sie an mehr als nur einem Ort existieren und magische Verbindungen schaffen. Einige nutzen diese Verbindungen, um zwischen den Welten hin und her zu wechseln. So auch wir Baumläufer. Genau, um den Hilflosen zu helfen. Und der Mythos lebt ein weiteres Mal auf. Orte, Zeiten und Möglichkeiten bilden eine nahezu unendliche Zahl von Welten. Du wirst von mir in der Tradition der Baumläufer ausgebildet und dir dieses alte Wissen um das Weltenwandern aneignen. Scheint tatsächlich, als wäre wirklich lange kein Baumläufer mehr hier gewesen. Konrad scheint nicht mal daran zu glauben, dass es sie überhaupt gibt. Naja, wir werden ihn vom Gegenteil überzeugen. Jerry, an die Arbeit! Ich mach mich dann mal wieder an die Arbeit. Viel Erfolg! Ich würde gern Ursula mitnehmen. Da! Jetzt aber erstmal arbeiten. So, den Platz hier haben wir vorhin schon ein bisschen erkundet. Werbeplakat. Blausaft. Lecker und blau. Ein Qualitätsprodukt der Waldzwerge. Alle wichtigen Eigenschaften vorhanden. Kommt mir das nur so vor? Oder sehen diese Statuen irgendwie glücklich aus? Ja, die sieht ein bisschen überrascht aus. Oder verwundert? Und die gar nicht mal so. Naja, die guckt auch in eine andere Richtung als der Rest. Schöne Uhr. Ich sehe keine Stunden oder Minuten. Sieht eher aus, als ob die Uhren hier bei den Mäusen die Tageszeit anzeigen. Naja, aber ist ja eigentlich dasselbe. Ach, das sind die besten Uhren, Jerry. Es gibt nichts Schöneres, als wenn man nicht auf die Zeit achten muss. Schauen wir uns nochmal dieses Café an. Ein Baumstammcafé. Es sieht richtig herzerwärmend aus. Jemand scheint sich sehr um das Café zu kümmern. Dann gehen wir doch mal rein. Hier riecht's aber gut. Und irgendwie auch nach Kräuterbonbon. Nanu? Das ist ja die kleine Maus mit Rucksack. Hallo, kleine Maus mit Rucksack. Ich weiß genau, dass du irgendwo da draußen bist. Komm bald wieder. Solange passe ich auf deinen Garten auf. Hanna Maus scheint nicht das einzige Mitglied der Gesellschaft hier zu sein, das verloren ist. Ich weiß genau. Komm bald wieder. Solange passe ich auf deinen Garten auf. Wir haben ja auch ein Bild. Na gut, sagt uns nicht. Wir kennen ihn ja auch nicht. Dann sprechen wir doch mal mit dem Maulwurf. Hallo. Guten Tag, mein Freund. Moment. Ihre Stimme kenne ich doch. Ludwig Gräber, der Name. Fellesumpf 103.5. 5. Maulwurf am Morgen. Maulwurf am Mittag. Und Maulwurf am Abend. Stimmt. Ich habe sie schon mal im Radio gehört. Ja, leider ist der Sumpfweg immer noch überschwemmt. Dabei würde ich so gerne wieder auf Sendung gehen. Ich sende nämlich aus dem Sumpf, seit die Krähen meinen alten Sender zerpflückt haben. Er scheint kein Glück mit seinen Standorten zu haben. Sind also Radiomoderator. Sie sind also Radiomoderator? Ja, leider ist der Sumpfweg immer noch überschwemmt. Dabei würde ich so gerne wieder auf Sendung gehen. Ich sende nämlich aus dem Sumpf, seit die Krähen meinen alten Sender zerpflückt haben. Welle Sumpf 103.5. 5. Maulwurf am Morgen, Maulwurf am Mittag und Maulwurf am Abend. Der Mann hat einen straffen Zeitplan. Mal gucken. Gibt es Hoffnung, dass Sie bald wieder auf Sendung gehen? Mit all der Nässe, die im Sumpf in meinem Sender zieht? Niemals. Jemand könnte sich über meine feuchte Aussprache beschweren. Was? Aber Ihre Fans? Über meine wässrigen Witze. Wie werden Sie den Fans erklären, dass Sie aufhören? Mit feuchten Augen. Weil alles überflutet ist, nicht wahr? Nein, weil es wirklich traurig ist. Oh, Sie können doch nicht einfach aufgeben.
Mach ich auch nicht. Knack dir ne Nusshörnchen. Wie die Jugend heute sagt. Nein. Um mich dazu zu bringen, meinen Sendebetrieb einzustellen, müsste man mir Arme, Beine, Mund und Bauchnabel zukleben. Das ist ein seltsamer Vergleich. Aber was soll's. Ja, Jerry, wir gehen auch noch mal zum Radio. Ich wollte auch immer mal zum Radio. Das ist die richtige Einstellung. Wenn du mit mir zusammen moderieren willst, solltest du pfiffig sein. Pfiffig? Ja, versuch einfach mal mir eine Vorlage zu geben, die ich gekonnt kontern kann. Jerry, ich glaube, wir müssen erst üben. Ich hab's mir anders überlegt. Dann gehen wir auch mal wieder. Ich muss dann mal weiter. Auf bald. Und denk dran. Welle Sumpf 103.5. 5. Maulwurf am Morgen. Maulwurf am Mittag. Und Maulwurf am Abend. Was haben wir hier? Gesunde Küchlein. Irgendwas stimmt hier nicht. Ein ganzes Fass voll mit kleinen Kuchen. Und niemand da, der sie isst. Seltsam, was? Diese Napfküchlein sind Ullis Lieblingskuchen. Mit Kräutern aus seiner Apotheke. Probier mal. Komm schon. Nur mal dran knabbern. Tut mir leid, aber ich möchte lieber nicht Labormaus für die Napfküchlein sein. Labormaus? Ist das ein Wissenschaftler dort, wo du herkommst? Nein. Das sind, lieber nicht, Jerry. Nicht so wichtig. Vielleicht eine etwas ungünstige Wahl. Aber dann scheint das Uli der Apotheker zu sein. Anja. Anja, sprich mit uns. Mein Name ist Anja. Willkommen in meinem kleinen Baumstammcafé. Hallo, ich bin Jerry. Du bist ja zuckersüß. Anja, warum sprengst du Dinge in deiner Küche? Das Geräusch eben. Das klang ja gefährlich. Aber ja, gefährlich lecker. Ich erschaffe etwas, was kein Mauswalder bisher gesehen hat. Explodierende Kekse. Wäre eine explodierende Torte nicht besser? Vertrau mir, Zuckerstück. Es wird pfannkuchentastisch. Ich hoffe, der Junge, den ich babysitte, wird auch ordentlich Spaß daran haben. Der kleine Humbert ist etwas schwierig. Alle denken, er wäre ein gemeiner, verzogener Junge. Aber für begabte Kinder ist es sehr schwer, unterfordert zu sein. Vielleicht bringen Ihnen meine neuen Kekse etwas auf Trab. Anja, ich habe die Idee. Ich vermute, dass es vielleicht nicht so klug ist, jemanden, der dafür bekannt ist, etwas schwierig zu sein, explodierende Kekse in die Hand zu geben. So viel Potenzial für Unheil. Ja, wer ist denn Humbert? Was diesen, unterforderten Humbert angeht, hast du ein interessantes Hobby für Humbert gefunden? Noch nicht. Leider. Oh, schade. Wir halten die Ohren offen. Aber erstmal muss ich das Wipfelfest vorbereiten. Ich soll Blausaft und Gebäck fürs Wipfelfest bestellen. Oh, ist es schon wieder soweit? Wie schön. Ich werde viele, viele Napfkuchen backen. Und wie ist es mit diesem Blausaft? Tut mir leid, Zuckerpflaume. Aber da musst du die Zwerge fragen gehen. Die haben seit Tagen schon keinen Blausaft mehr geliefert. Sie wohnen am anderen Ende des Kaltwasserbaches im Dunkelwald. Gut, also müssen wir die Zwerge am Bach finden. Ja genau, frag mich doch mal was. Ich bin neu hier, aber niemand fragt mich mal was. Oh ja. Es muss wirklich traurig sein, wenn man so viel herumkommt und niemand nachfragt. Ja, nur zu, frag! Hast du einen Frosch auf deinen Reisen gesehen? Großer Typ, ziemlich gut aussehend. Er trinkt hier normalerweise Kaffee um die Zeit, aber bisher ist er nicht gekommen. Und ich dachte, wir sprechen über mich? Tja, Jerry, nicht die ganze Welt dreht sich um uns. Bis später, Anja. Bis später. Pass auf dich auf. Verdammt, ich wollte den Schlüssel mitnehmen. Jetzt vielleicht. Den Schlüssel lasse ich besser hängen. Ich will Magier werden und kein Schlüsseldieb. Hierzulande wird man bestimmt zu 1000 Runden im Laufrad verurteilt. Kaffeemaschine. Ein
heißer Kaffee. Hm, das klappt so nicht. Naja, dann halt nicht. Kräuterapotheke. Schicker Pilz. Hm, so wie es da riecht, sind in den Töpfen bestimmt getrocknete Gewürze und Kräuter drin. Ja, und jetzt auch in den Napfkuchen. Na gut, dann Zwerge. Küchlein kriegen wir ja schon. So, was haben wir denn zur Auswahl? Wir können da in eine unbekannte Richtung gehen, da in eine unbekannte Richtung gehen, da nicht, da in eine unbekannte Richtung und da in eine unbekannte Richtung. Kommt man da vielleicht hoch? Ah, der Abenteurer. Und eine Maus mit Kanone. Hallo, warum stehst du denn hier oben? Ich bin zum Kanonendienst eingeteilt worden. Wir hatten hier ein großes Krähenproblem. Naja, haben. Wir mussten sogar evakuieren. Das klingt schrecklich. Oh ja, also wenn ich so ein grässiges Tier sehe, dann kaboom! Meistens fliegen sie aus Nordwesten heran. Ich muss immer die Augen offen halten, auch bei Nacht. Das geht bestimmt nicht schief. Na gut, dann gehen wir erstmal weiter und lassen dich die Augen offen halten. Nach gefährlichen Krähen. Scheinen hier einiges an Kanonen zu haben. Ziemlich gut befestigt für so einen kleinen Ort. Hallo Abenteurer, ich wollte dich besuchen. Guten Tag, Herr Eichhörnchen. Jeder nennt mich Spitzweg, also darfst du das natürlich auch. Ich bin übrigens kein Eichhörnchen, sondern ein Ziesel. Oh, das wusste ich nicht. So bepackt sehen sie aus, als ob sie später noch viel vorhätten. Ich bin ein Abenteurer und Wissenschaftler und meine neueste Forschungsreise soll über die 7 Weltmeere gehen, um ihre Unterschiede in Flora und Fauna zu dokumentieren. Sieh dir nur all die Karten in meinem Rucksack an. Die Schönheit der Natur manifestiert sich in ihrer subtilsten, entzückendsten Weise in diesen liebevollen Niederschriften. Ja, es ist schon ein enormes Abenteuer. Und es beginnt hier, im bescheidenen, heimatlichen Kaltwasserbach. Das klingt ja spannend. Aber wieso machen Sie sich dann nicht auf den Weg? So viel Meer braucht doch sicher unheimlich viel Zeit, um komplett angeguckt zu werden. Wem sagst du das? Ich wollte das erste Wegstück hier mit einem traditionellen Mauswalder Blattfloß zurücklegen. Ich habe es gestern bei den Igelbrüdern in Auftrag gegeben. Sie sind die talentiertesten und verlässlichsten Handwerker hier im Wald. Sie wollten das Floß einfach den Kaltwasserbach herunter zu mir treiben lassen. Aber ich stehe schon recht lange hier. Sag mal, gehst du zufällig zum Kürbisfeld am Stadtrand? Wenn du bei der Werkstatt der Igelbrüder nach meinem Boot fragen könntest, würdest du mir einen riesigen Gefallen tun. Kein Problem, ich kümmere mich darum. Die Igelbrüder scheinen auch die schnellsten Handwerker zu sein, wenn sie innerhalb von einem Tag ein Boot fertig bauen. Fest verschlossen. Kann man hier hoch? Turm. Sieht nicht so aus. Das ist aber ein großer Fisch. Naja, okay, wir sind auch relativ klein. Da tümpelt und dümpelt ein dicker Fisch am Grund des Baches vor sich hin. Ich glaube, der wartet, dass ihm jemand die Schleuse aufmacht. Ach, nee, lieber nicht. Nachher verschluckt er noch irgendwen. Gehen wir erstmal zurück. Wir müssen jetzt die Igelbrüder finden. Und die Zwerge. Das ist immer noch der Stadteingang, wo wir reingekommen sind. Dann nehmen wir doch einfach den nächsten Weg. Ich glaube, wir haben die Familie Hase gefunden. Mürrischer Gartenbesitzer. Hallo, Herr Hase. Schöner Garten. Nur gucken. Nichts anfassen.
Na gut, dann gucke ich nur. Diese große Blume ist wirklich interessant. Hey, was schnüffelst du da drüben herum? Ich bewundere nur die schöne große Blume. Ach, Blume, papalapap. Gucken darf ich doch. Nee, er lässt mich bestimmt nicht rein, wenn er sich schon beschwert hat. Können wir hier rein? Eigentlich sollte er doch eher diesen Garten bewachen. Eine Harke. Das ist aber eine harte Harke. Die gehört wohl der Hasenfamilie. Die könnte noch nützlich werden. Hey du! Was machst du da mit unserer Familienhake? Oh, ich leihe sie mir nur kurz aus. Letzte Nacht hat der Wind so viele Blätter auf unseren Rasen geweht. Aha, also gut. Na dann mal los, das Laub hakt sich nicht von alleine. Jerry, du kannst doch nicht die Familienhake der Hasen haken. Wow, was für ein Zungenbrecher. Die Familienhake der Familie Hase klauen. Ein Partygast. Der ist wohl übrig geblieben. Hey, Sie, alles in Ordnung? Kaffee. Wenn du mir deine Tasse gibst? Ne. Schwierig. Oh, das ist aber ordentlich Abwasch. Da drückt sich wohl jemand vor dem Abwasch. Ich meditiere. Mhm, aber ich soll haken. Das sind aber viele Briefkästen. In unserem Haus ist viel Platz. Wir haben sogar mehr Stollen als die Waldzwerge. Aber klar, die sind ja auch nur zu dritt. Ja, zu den Waldzwergen muss ich noch. Schöner Garten. Das ist Privatbesitz. Ist ja gut. Ich glaube, wir gehen mal lieber, bevor wir noch weiter von freundlichen Hasen dort drüben darauf hingewiesen werden, dass wir nur gucken und nicht anpassen dürfen. Ein Fass. Memo, wir brauchen neuen Blausaft. Tja, das Fass ist wohl leer, aber der Zapfhahn ist noch zu gebrauchen. Den bringen wir später auch zurück. Bestimmt. Vielleicht. Ah, die Igelbrüder. Oh. Die Bienen scheinen aber nicht da zu sein. Da ist nicht eine Biene drin. Dem süßen Duft nach zu urteilen, ist das Volk aber erst vor kurzem ausgeflogen. Wir sollten froh sein, dass da keine Biene drin ist. Die werden ganz schön groß. Wie seltsam. Ich dachte, Krähen sind hier ein Problem. Vielleicht waren sie nicht immer ein Problem. Es klang ja auch, als würden sie nur in neuer Zeit aggressiv werden. Was für ein niedliches Haus. Es sieht aus wie Holz. Es riecht wie Holz. Ich glaube, ja, ich glaube, das Haus ist aus Holz. Echt hübsch. Das sieht aus wie das Boot. Hier ist auch der Bach dazu. Schön, wie der so vor sich hin plätschert. Ein Blattboot. Wow, was für ein großes Blatt. Das ist ein Blattboot für Herrn Spitzweg. Leider sind wir noch weit davon entfernt, fertig zu sein. Aber warum? Seid ihr die Igelbrüder? Ja, die sind wir. Wie können wir dir helfen? Ich bin Jerry, Zauberlehrling. Herr Spitzweg hat mich geschickt, um nach seinem Boot zu fragen. Spitzweg wartet sicher schon seit Stunden an der Bachschleuse. Leider sind unsere Werkzeuge verschwunden. Die waren ganz neu. Da steckt bestimmt ein Grünhut dahinter. Sei doch nicht albern. Unser Papa hat uns von Grünhüten erzählt. Da waren wir 4 Jahre alt. Nein. Sie treiben sich ab und zu im Mauswald rum, sind unsichtbar, klauen Werkzeuge und bringen kalte Luft, sodass man sich erkältet. Das waren Märchen. Und diese kleinen Fußstapfen hier überall, sind die auch ein Märchen? Ich schau mich mal nach eurem Werkzeug um. Danke. Das würde uns sehr helfen.
Also Fußstapfen scheint es zu geben. Ritze, Ratze. Hübsche Säge. Zum Glück sind wir Magier. Hast du auch was gehört? Wenn die unsichtbar sind, sollten wir unsere Münze benutzen. Ha! Da ist jemand. Ein kleines grünes Männchen mit Hut. Ich hab's ja gewusst. Da haben wir wohl doch einen grünen Hut im Haus gehabt. Ach, soll mich doch die Schlangen holen. Donner, Balken und Fliegenbissen. Hagel und Schlappen. Wer sieht mich da? Aber wenn ich die Luft anhalte, siehst du mich nicht. Und weg ist er. Was? Halt! Oh nein, jetzt ist der Dieb weg. Ich muss hinterher. Aber erst sehen wir uns hier noch ein bisschen um. Ein Holzbrett. Ein verlorenes Stückchen Holz. Es wird alles gut. Wir finden deine Mami schon. Ich dachte mal, Holzbretter werden anders hergestellt. Seltsamer Kürbis mit Schornstein. Irgendwas an diesem Kürbis ist anders. Er ist rund und groß und orange. Ah, ich komme nicht drauf. Aber irgendwas ist anders an dem hier. Das ist wirklich eine seltsame Tür. Da steht A. Molena. Bitte keine Werbung einwerfen. Wie mysteriös. Eher der Name als die Werbung. Vielleicht ist ja jemand da. Seltsam. Und verschlossen. Kleine Fußspuren. Die Fußabdrücke führen in den kleinen Tunnel zwischen den Wurzeln. Ich glaube, da passen wir nicht rein. Nein. Da passe ich nicht hindurch. Anstatt den kleinen Kerl zu verfolgen, könnte ich versuchen, ihm den Weg zu versperren. Was haben wir denn? Meine Hake, ein Zapfhahn, ein Holzbrett. Ach ja, das verfluchte Buch haben wir auch noch. Ein Poster. Alte Zaunlatte. Ein verlorenes Stückchen Holz. Es wird alles gut. Wir finden deine Mami schon. Wir haben zwar nichts zum Zunageln, aber vielleicht können wir es da reinstecken. Das Brett einfach dagegen lehnen bringt nichts. Ich glaube, ich brauche Werkzeug. Ich auch. Und ich erst. Na gut. Dann müssen wir erstmal hinterherlaufen. Der kleine Mann in Grün. Da ist er wieder. Ah, erst bei den Igeln und jetzt schon hier? Sie jagen den Falschen. Ich hab nix getan. Vermaledeite Polizei. Ich meine... Fahr zu Frau Holle, verflixter Wachtmeister. Jetzt ist er schon wieder entwischt. Der war ja ganz schön sauer. Außerdem werden wir Zauberer und nicht Polizist. Naja, wir werden ihn schon irgendwann finden. Seltsame Kristallstatue. Was für eine seltsame Statue. Da steckt ein kleines Steingesicht im leuchtenden Kristall. Und eine Art von Bernsteinding. Ich höre einen feinen Ton. Ganz, ganz leise. Als ob man leicht gegen ein Glas geschnipst hat. Kleine Bernsteinhand. Das Gesicht sieht fast aus wie ein Knopf. Wer seid ihr denn? Herr Kirchenmaus. Kommen Sie näher, bewundern Sie mehr, aber passen Sie auf, dass Ihnen die Augäpfel drin bleiben. Obwohl das auch kein Problem wäre, denn wir haben hervorragende Glasaugen unter all den Dingen, die Sie hier verboten günstig erstehen können. Verboten günstig bei Kirchenmaus und Sohn. Glasaugen? Und noch viel mehr. Bei den wandernden Händlern Kirchenmaus und Sohn gibt es alles, was Sie schon immer haben wollen werden und brauchen werden, obwohl Sie nicht wissen, dass Sie es wollen werden oder brauchen werden wollen. Sie reden wie ein Schauspieler. Lustig, dass du das sagst. Aber jetzt geht's ums Geschäft. Wessen bedarfst du denn, Junge? Kirchenmaus und Sohn haben alles. Oh ja.
Ahornsirup-Käsekuchen mit Walnüssen klingt gut. Ich suche was Leckeres. Ahornsirup-Käsekuchen mit Walnüssen? Viel besser noch. Ein Matschkuchen mit Zweigen und Steinen in der Form eines Herzens. Matschkuchen? Ich glaube, ich habe gerade keinen Bedarf. Er ist äußerst realitätsgetreu. Matschliebhaber wissen, wovon ich spreche. Nicht wahr, mein Sohn? Bald wird er den ganzen Laden hier übernehmen. Dann gehe ich in den wohlverdienten Ruhestand. Bald kannst du deine eigenen Matschkuchen verkaufen. Junior? Er ist schüchtern, aber ein grausam guter Geschäftsmann. Ich glaube an ihn. Ganz, ganz fest. Hörst du? Junior? Es ist so schön, den eigenen Lebensabend abgesichert zu wissen. Nun, dann nimm für dieses Mal einfach unser kleines, aber feines Werbegeschenk entgegen. Ein roter Faden für dich. Komm, ich bind dir den Faden an deine lustige, runde Münze. Die hier übrigens nicht als Zahlungsmittel akzeptiert wird. Sehr dekorativ, danke. Der hochqualitative rote Faden, den ich dir gab, soll dich bald zurückführen zu Kirchenmaus und Sohn, wenn du denn Bedarf an schönen Dingen hast. Dingen jeder Art. Suchst du schöne Dinge? Kleine Dinge? Runde Dinge? Tolle Dinge? Volle Dinge? Leere Dinge? Schwere Dinge? Dinge mit Zucker? Dinge mit Matsch? Ja. Quatschdinge? Okay. Suchst du Dinge? Komm zu Kirchenmaus und Sohn. Aber lass dir nicht zu viel Zeit. Bald werde ich mein Geschäft meinem talentierten Sohn übergeben, damit ich mich auf der Kokospalmeninsel zur Ruhe setzen kann. Wir sammeln nur noch genug Geld für die Reise zusammen. Stimmt's, Junior? Junior? Vielen Dank. Ich werde mich sicher an euch wenden, wenn ich... Dinge brauche. Sachen haben wir auch. Gut. Dinge und Sachen. Und Zeugs. Dinge, Sachen und Zeugs. Du hast's erfasst. Ich glaube, das waren zu viele Dinge, Sachen und Zeugs für Junior. Er sieht ein bisschen traumatisiert aus. Woher weiß Herr Kirchenmaus überhaupt von unserer Münze? Naja, lassen wir die beiden erstmal in Ruhe. Er ist schon wieder zurückgelaufen. Oh nein, das ist nicht zurück. Das sind keine Kürbisse. Das ist der Torbogen. Naja. Ein Bild. Ein trauriges Menschengesicht hinter Efeu. Wer das wohl gemalt hat? Gute Frage. Erst recht, weil es hier eigentlich keine Menschen gibt außer uns. Zumindest haben wir noch keinen getroffen. Ein Fenster. Hier kann man ins Rathaus gucken. Das alte Eichhörnchen Jonathan hat mich schon gesehen. Er winkt mit dem Spazierstock. Ich glaube, der hat Angst, dass ich durchs Fenster ins Rathaus einsteige und drin über seine Bücher laufe. Würde ich nie machen. Zumindest nicht, solange mich dabei jemand sieht. Jerry, lass uns einfach die Tür benutzen. Aber dann... Ah, hier geht's auch wieder zur Stadtmitte. Hier scheint der grüne Mann mit Hut nicht zu sein. Oh. Ne, hier sehen wir ganz viele andere Sachen. Vielleicht finden wir ihn hier. Ja. Hier findet mich der Kleeblattkapper bestimmt nicht. Da ist er wieder. Stehen bleiben. Ich stehe auf einem Shamrock. Seine Magie gibt mir Kraft. Voll. Ich kann hier machen, was ich will. Er ist schon wieder entkommen. Verdammt. Ein Mann läuft über den Stein, um sich mit Magie aufzuladen. Und anschließend löst er sich auf. Ganz eindeutig mit Hilfe von Magie. Dann stellen wir ihm doch eine Falle. Wir haben eine Hake. Sogar eine harte Hake. Viel
miese Idee, aber könnte klappen. Können wir die eigentlich selbst auslösen? Nee. Fiese Idee, aber könnte klappen. Jetzt fehlt nur noch der kleine grüne Kerl mit dem Bart. Dann gehen wir den nochmal hierher jagen. Donnerpalm und Fliegenmist! Lass mich in Ruhe, du Palm! Mein Kleeblatt kriegst du nicht! Hier geblieben. Los, Jerry, lauf schneller. Sonst kriegen wir ihn nie. Da lang. Da ist er wieder. Sie jagen den Falschen. Ich hab nichts getan. Vermaledeite Polizei. Jetzt ist er schon wieder entwischt. Los, Jerry. Wir müssen herausfinden, ob unsere Falle funktioniert hat. Der Kobold müsste eigentlich gleich auftauchen. Und dann... Da ist er. Aua! Das hat gesessen. Entschuldigung, Kobold. Wir wollten nur das Werkzeug zurück. Auf zu den Igelbrüdern. Die werden sich ganz schön freuen, ihr Werkzeug wiederzubekommen. Können wir die Hake zurückgeben? Nein. Naja, sie ist ja in Reichweite von dem Hasen. Das Werkzeug geben wir den Igelbrüdern aber das nächste Mal zurück. Bis dahin erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.